Ja, bei der Aufgabe hier scheint es erstmal ein Problem zu geben, wenn wir die Stäbe 11, 12 und 14 suchen. Die anderen habe ich jetzt gar nicht alle durchnummeriert. Sehen wir, dass das die drei Stäbe sind. Und wenn ich jetzt versuche, diese drei Stäbe zu schneiden, dann habe ich ein Problem, weil da muss ich noch einen weiteren Stab schneiden. Der Ritterstabschnitt geht natürlich nicht, wenn ich vier Kräfte schneide. Also großes Pech gehabt, muss man neu überlegen. Also gucken wir mal, wie ein Ritterschnitt funktionieren könnte. Das hier wäre ein gültiger Ritterschnitt. Den dürfte ich nehmen. Und wenn ich jetzt die Summe der Momente um den Punkt P mache, zum Beispiel, den ich hier habe, dann schneiden sich dort die Stäbe 9 und 8 und ich könnte die Stabkraft 10 ausrechnen. Dann könnte ich in dem oberen Schnitt die Stabkraft 10 antragen und hätte einen gültigen Ritterschnitt für die anderen Stabkräfte. So, ich glaube, das könnte man so machen. Das wäre also eine Möglichkeit. Ja, wollen wir das gerade mal machen? Wir wollen also diesen Ritterschnitt führen, nennen wir diesen Schnitt 1 und machen die Summe der Momente um P, um die Kraft 10 zu bestimmen. Das heißt, ich mache jetzt die Summe der Momente P für den Schnitt römisch 1, was tatsächlich ein Ritterschnitt ist. Und dann hat die Kraft S10 den Hebel A, den Hebel 2a. Ein Kästchen ist A. Ich kann mir also sparen, überall die Dinger dran machen. Das ist eine maßstäbliche Skizze. Ein Kästchen ist A. Und die Stabkraft 10 hat den Hebel 2a in den Punkt P. Ja, und die Kraft F hat auch einen Hebel, der ist nur A. Ein Kästchen und weitere Kräfte gibt es nicht. Das Ganze ist gleich 0. Und damit bekommen wir raus, die Kraft S10 ist gerade F halbe. Und das sind 3 Newton. So, jetzt können wir uns das Ding angucken, was wir da haben. Das heißt, wir führen jetzt einen Schnitt, der im Prinzip so hier lang geht. Na, ich kopiere mal lieber ein bisschen mehr. Löschen kann ich ja immer noch. Das System will ich jetzt abschreiben. Und jetzt haben wir festgestellt, die eine Kraft, die hier ist, die kenne ich. Das ist die Kraft S10. Und da hatten wir gesagt, die ist F halbe. Ja, und dann haben wir hier die Stabkraft S11. Und hier haben wir die Stabkraft S12. Und hier haben wir die Stabkraft S14. So, 11, 12 und 14 waren zu bestimmen. Leider hat da mein Computer noch das Zeugs hier gelöscht. Das war sehr schlecht. So, und jetzt können wir fast anfangen. Wir müssten nämlich noch den Winkel bestimmen. Und wenn ich jetzt 6 Kästchen in die eine Richtung gehe, 2, 4, 6 scheint zu stimmen, und ein Kästchen in die andere Richtung gehe, kann ich mit Pythagoras die Hypotenuse ausrechnen. 6 Quadrat sind 36, plus 1 Quadrat sind 37. Das ist die Wurzel aus 37. Das ist der Winkel Beta. Das ist 1, das ist 6. Und wir stellen fest, der Cosinus von Beta ist gerade 6 Wurzel 37. Und der Sinus Beta ist 1 durch Wurzel 37. Natürlich könnte ich auch Beta gleich Arcus-Tangens von 1 Sechstel ausrechnen. Und dann könnte ich damit den Sinus und Cosinus auch berechnen. Mit dem Taschenrechner wäre das machbar. Ja, dann sind wir bei unserem Schnitt angekommen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wo sich Kräfte schneiden. Und dann stellen wir allerdings fest, dass wir hier wieder ein großes Pech haben. Die drei Stäbe, die wir haben wollen, die schneiden sich alle in einem Punkt. Das ist wieder kein gültiger Ritterschnitt. Da habe ich also wieder ein großes Problem. Ja, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Das ist natürlich dumm gelaufen. Das heißt, mit dem Ritterschnitt können wir nichts anfangen. So, dann machen wir den Ritterschnitt mal ein bisschen kürzer. So, machen wir das mal so. Und sagen, wir haben hier, die Kraft haben wir sogar schon raus, denn die Kraft ist gleich der Kraft und die ist F halbe.
Also die Kraft hier habe ich schon mal raus. Ich könnte die aber auch als unbekannte Stabkraft ansetzen und die noch bestimmen. Und das hier jetzt ist ein gültiger Ritterschnitt. Der gibt uns also S12 und S14 an. Und die horizontale Kraft, die könnten wir jetzt überprüfen, dass die F halbe ist. So, mit dem Schnitt könnte ich arbeiten. Wenn ich die Summe der Momente um den Punkt hier mache, sehe ich übrigens sofort, dass das mit dem F halbe stimmt. Dann könnte ich die Kraft nämlich auch S sonst was nennen. Und dann könnte ich sagen S mal 2a minus F mal a gleich 0 und würde die Kraft F halbe dort rauskriegen. Also die Kraft F halbe, die stimmt schon mal, die wir da rausgekriegt haben. Das heißt, die Überlegung, dass diese Kraft hier gleich dieser Kraft ist, die brauchte ich gar nicht zu machen. Das kommt sofort aus der Summe der Momente um den Punkt A. Da sehe ich auch sofort, dass die Kraft F halbe wieder wirkt. Gibt es einen anderen Punkt, wo sich was schneidet? Ja, das ist der Punkt hier. Das ist der Punkt B. Wenn ich den Punkt B nehme, dann kann ich die Kraft S14 aufteilen in den Anteil hier und in den Vertikalen. Und das hier ist gerade S14 mal Cosinus Beta. Das heißt, wenn ich die Summe der Momente um B bilde, dann habe ich folgende Möglichkeit. Dann habe ich erstmal F mal A minus S14 mal Cosinus Beta mal 2a. Und das Ganze ist gleich 0. Und das gibt die Stabkraft S14. Die Stabkraft S14 muss ich jetzt also auflösen, das heißt durch a teilen. Dann kommt die Wurzel aus 37 nach oben. Und die 6 teilt sich durch die 2 zu einer 3. Das heißt, die 3 kommt nach unten und ein f haben wir noch. Ja, jetzt können wir ausprobieren, ob das stimmt. Wir haben also die Kraft F, die ist 6 und die mal Wurzel 37 und durch 3 geteilt haben wir 12,1 sonst was. Das vergleiche ich gerade mal mit dem Institutsergebnis. Die haben dort eine 3. Ah ja, 6 mal 2 sind 12 und nicht 3. Da habe ich nicht aufgepasst. 3, 6, 12. Versuchen wir es mal damit und teilen das durch 12. Ich habe mich also im Kopfrechnen vertan. Und jetzt kommen die 3,04 raus. 3,0414 Newton. Da habe ich mich also nur im Kopfrechnen vertan. Die Gleichung, die ich aufgestellt habe, war richtig. Und 6 mal 2 sind 12 und dadurch musste ich teilen. Und dann haben wir die Kraft S14 raus. Positives Vorzeichen stimmt auch. Kann ich die Kraft abspeichern. S14 ist gespeichert. So, jetzt ist die Frage, welche Kräfte brauchen wir noch? Wir brauchen noch die Kraft S12. Die Kraft S12 kann ich zum Beispiel durch die Summe F3 rauskriegen. Die Summe der Kräfte in 3 Richtung ist gerade die Kraft S12 plus die Kraft S14 mal Sinus Alpha. 1 durch Wurzel 37. Und das Ganze ist gleich 0. Also F halbe und F, die Horizontalkräfte, fallen weg. Ich muss nur die Kraft S12 und S14 berücksichtigen. So, das können wir noch ein bisschen ausformulieren. S12 und für S14 kann ich das einsetzen und dann habe ich dort stehen F12, denn die Wurzel 37 kürzt sich weg, ist gleich 0, also ist S12 gleich minus F12. Das sind also S12 gleich minus F12 und minus 1/2
Newton. Minus 0,5 Newton wird vom Lehrstuhl bestätigt. Das heißt, wir haben hier das allgemeine Ergebnis und wir haben hier das allgemeine Ergebnis. So, was fehlt denn jetzt noch? Die Stabkraft S11, die haben wir nicht. Ja, da kann ich natürlich den Knoten B befragen. Und wir haben ja festgestellt, dass wir die Kraft F halbe haben. Das heißt, wenn ich diesen Knoten hier habe, habe ich hier die Kraft F halbe und hier die Kraft F halbe und hier die unbekannte Kraft. Das ist S11 und das ist jetzt ein Knoten freigeschnitten, an dem wir bereits die zwei Stabkräfte kennen. Ja, und dann kann ich natürlich bilden, zum Beispiel die Summe der Kräfte in 1 Richtung. Das ist F halbe plus S11 durch Wurzel 2 gleich 0. Das lösen wir nach S11 auf. Und das ist dann minus F durch Wurzel 2. Minus 4,2426 Newton ist das Ergebnis. Und das hier ist die allgemeine Formel. Ja, hier ist es also erstmal das Problem, einen Ritterschnitt zu führen. Und wir haben festgestellt, es gibt zwei Möglichkeiten, den zu führen. Hierdurch oder hierdurch. Wenn ich den letzteren nehme, kriege ich natürlich sofort die Stabkräfte 14 und 12 raus. Und oben die horizontale. Das heißt, der letztere Schnitt ist eigentlich der bessere. Also wenn ich diesen Schnitt hier mal 2 nehme, dann war 2 eigentlich die bessere Idee. Und der Ritterschnitt gibt eben die Kraft S14, gibt die Kraft S12 und gibt hier eine Stabkraft, die nicht direkt gefragt ist. Wenn ich aber diese Stabkraft F halbe raus habe, die nicht direkt gefragt ist, dann kann ich natürlich mit dieser Kraft F halbe sofort schließen, dass diese Kraft auch wieder F halbe ist. Ist ja symmetrisch das Ding. Und dann kann ich natürlich auch S11 sofort rauskriegen. Das scheint also die eigentlich sinnvollere Variante zu sein, auf den Schnitt römisch 1 ganz zu verzichten, nur den Schnitt 2 zu betrachten. Die Stabkräfte 14 und 12 fallen mir dann sofort entgegen und mit der Kraft oben, der Horizontalkraft F halbe, dann die Kraft S11 zu ermitteln, indem ich mir den Knoten oben am Gelenk freischneide. Also wenn das hier der Schnitt G ist und das hier der Schnitt G ist, dann bekommt man damit mit diesem Freischnitt die Kraft S11 schnell und gut raus.